Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Space Haven. Ich sehe gerade, aus irgendeinem Grund hat Katie die Krankenstation verlassen. Wahrscheinlich, weil wir gerade das Spiel geladen haben. Jetzt legt sie sich nämlich wieder hin, denn sie muss noch auskurieren. Wir haben beim letzten Mal ein neues Mitglied bekommen, Marcello. Das finde ich sehr gut, dass der da ist. Noch hat er keinerlei Beziehung hier irgendwie aufgebaut, aber das ist nicht weiter schlimm. So, wir haben hier ein paar Schiffe, mit dem wir schon Handel treiben können. Warte mal, hatten wir euch schon? So, Kult von New Haven, warte mal. Grüßen wir euch erst einmal. Weil ich weiß gar nicht, ob wir mit euch schon gesprochen haben. Oh, minus 9, das ist natürlich kein gutes Verhältnis. Das heißt, wir haben null Chancen auf irgendwas. So. Ihr bietet diverse Sachen. Na komm, wir handeln mal ein bisschen mit euch. Vielleicht wird das Ganze dann ja etwas nutzbringend sein für uns. So, ich würde sagen, den Handel, dem können wir doch mal durchaus zustimmen. So, ich wollte gerade sagen, ihr haut jetzt wahrscheinlich wieder ab, ne? Was habt ihr? Oh, ihr bietet Hypertreibstoff an. Das ist doch sehr nice. Allerdings brauchen wir den gerade nicht unbedingt, denn wir können den durchaus selber herstellen. So, haben wir denn hier schon... Ne, haben wir noch nicht. Ich wollte gerade fragen, ob wir da schon was angestoßen haben. Warum ist hier eine Info? Du verfügst gegenwärtig über eine große Menge dieser Ressource. Ziel in Erwägung, zuerst gelagerte Ressourcen zu verarbeiten. Ja, gut. Jetzt, da wir, grundsätzlich mal ein weiteres Crewmitglied haben, was ich super finde. Sollten wir einmal schauen, ob wir das nicht tatsächlich erst einmal machen. So, Moment, das war Infraschrott. Das heißt, wir brauchen Infrastrukturblöcke. Und dann machen wir doch mal das hier weg. Und machen den hier durchgängig. Vielleicht sollten wir einfach mal alle durchgängig machen. Damit wir da das Ganze mal ein bisschen aufwerten. So, jetzt sind wir auch allein in diesem Sektor. Das ist okay, so können wir in aller Ruhe das Schiff abbauen. Finde ich super. So, hat Marcello sich schon irgendwen zum Feind gemacht hier? Das schaffen ja alle. Nein, er hat tatsächlich zu aktuellen alle eine neutrale Beziehung zu allen. Das finde ich super. Denn die anderen, die können sich ja aus irgendeinem Grund nicht leiden. Warte mal, wie sind denn überhaupt deine Prioritäten, Marcello? Wo bist du? Da. Schilde, okay. Abbau und Fertigung machst du gar nicht. Oh, ja, warte mal. Das ist schon ein Problem. Ich würde sagen, Kaylee sollte hier mal einen ganz starken Fokus auf die Fertigung legen. Marcello, du bleibst... Ja, du kannst bei Logistik gerne bleiben. Bauen ist auch gut. Wie sind überhaupt deine Werte? Die haben wir uns, glaube ich, noch gar nicht angeguckt, ne? Marcello, gucken wir mal. Fertigkeiten. Steuerung kannst du nicht. Rohstoff kannst du nicht. Botanik kannst du und bauen kannst du sehr gut. Das ist doch immerhin schon etwas. Medizin kannst du gut. Schütze. Gut. Wenn du Medizin gut kannst und Botanik, dann mach auch da mal deine Prios. Bauen ist bei dir oberste Prio. So, gucken wir mal. Ne, wisst ihr was, wir grüßen die mal kurz. Ich weiß nämlich gerade nicht, ob wir da nicht Zugang hatten. Zu irgendeinem Schiff haben wir ja noch Zugang bekommen. Ich weiß gerade noch nicht mehr zu welchem. Okay, Einblick nicht gewährt, Besuch nicht gestattet. Ihr lehnt ab. Na gut, das war abzusehen. Dann treiben wir mal Handel. Was habt ihr denn? Ihr habt Energiestäbe, das ist schön. Ihr habt Wasser. Ja, guck. Und wie alle anderen wollt ihr Hypertreibstoff. Einen bin ich bereit abzugeben, aber mehr nicht. Ja, wollen wir das für Wasser? Ich weiß nicht. Ich meine, wir haben aktuell nicht viel Wasser, das stimmt schon. Wir haben aber jede Menge Eisblöcke, die mussten nur verarbeitet werden. Dann doch lieber
Energiestäbe und ein paar Chemierohstoffe. Machen wir es so. Aber erstmal ist natürlich wie immer Kistenradio angesagt um diese Zeit. Und wir brauchen schon wieder ein neues Lager, ne? Das ist schon wieder alles voll. Heidewitzka. So, das Wandlicht wird mal demontiert und woanders hingepackt. Hier genauso und hier genauso. Die Wand als solche wird auch demontiert. So, dann machen wir erstmal... Wo waren denn die Shuttle-Hangar? Hier. Da wollten wir ja noch einen zweiten ganz gerne haben. Den machen wir dann auch mal hier hin. Damit wir irgendwann mal ein zweites Shuttle kriegen. Wir hatten ja in einem Sektor schon eins gesehen, aber das konnten wir leider noch nicht übernehmen. Moment, ich muss noch kurz schauen nach den Kopplungen. Ihr seid ja alle nicht angeschlossen. Das ist Käse. Wir könnten dich mal ein bisschen bewegen. Machen wir dich mal dahin. Und dann machen wir hier noch ein... Generator für den Rest. Müsste nur mal gemacht werden, aber jetzt ist schon wieder Kistenradio angesagt. Oh, ist das kaputt? Achso, und er hat nur einen Zustand 7 von 8. Das ist noch okay. Oh, hier hat alles keine Kopplung. Das ist natürlich schlecht. Dich koppeln wir mal da an. Dich koppeln wir mal da an. Dich koppeln wir hier an. Und da zur Sicherheit. So. Es ist Bergungszeit und alle vier sind hier. Das ist doch mal super. Kommen wir drehen mal ein bisschen runter, dass wir dir noch ein bisschen bei der Arbeit zuschauen können. Ist das schön, dass wir wieder vier Leute haben. Das freut mich tierisch. Ich wollte gerade sagen, wie keinen Weg gefunden. Du bist doch da hingekommen. Erzähl mir doch nichts. Mädels mit Sauerstoff, da solltet ihr doch mal ein bisschen routinierter sein inzwischen. Dass ihr da rechtzeitig hingeht und nachfüllt. Ich habe keinen Bock, dass irgendwer erstickt, nur weil er meint, nö, das passt schon, das reicht noch. Das wäre mehr als Tinef. Mich würde perspektivisch mal interessieren, ob wir, wenn wir so ein Schiffswrack finden, das auch einfach wieder aufbauen können. Wieso willst du da hin? Da musst du doch gar nicht hin. Ist doch Stuss. Na komm, wir drehen das Tempo wieder hoch. Dass ihr da auch schnell genug mal mit allem hinterherkommt. Wie gesagt, es ist mega angenehm, wenn hier endlich mal vier Leute zugange sind, beziehungsweise jetzt drei, der erste ist schon wieder zurückgegangen. September nämlich. So, Huxley ist jetzt, glaube ich, unterwegs, ja, ist auch wieder zurück. Ah, New Haven, okay. So, und jetzt sind alle wieder zurück, denn der Tag endet nun.
Dann ruht euch mal alle aus. Hört eine Runde Kistenradio. Sei euch vergönnt. Moment, was war das hier? Das war Höhlenschrott, okay. Na ja, klar, dass hier alles vernachlässigt wird, ist klar. So, was habt ihr Schönes? Eigentlich nix. Nee, nicht wirklich. Gut, das juckt uns dann noch nicht. Moment, finden wir nicht welche? Ach so, ihr seid hier in den Kapseln unterwegs, alles klar. Sehr gut. Ach ja, ich wollte ja ein Lager bauen. Stimmt, da wäre ja noch was. Lagerung. Natürlich nur ein großes, ein kleines kommt uns nicht in die Tüte. Packen wir dich mal dahin. Wie sieht's hier aus? Machen wir mal, falls kleiner als 10, dass hier Hyperantrieb hergestellt wird. Einfach, dass wir immer genug auf Tasche haben. Na, bin gespannt, wann... Jawohl, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt, wann sich jemand bereit erklärt, dieses Lager hier aufzufüllen. Aber siehe da, es ging dann doch recht fix. Ach komm, wir drehen das Tempo hoch. Aktuell sind wir ja sowieso nur in Anführungsstrichen dabei. Für logistische Arbeiten und immer noch das Raumschiff hier auszuschlachten. Mal gucken, wie viel haben wir denn da noch? Okay, geborgen ist alles, transferiert aber noch nicht, ne? Höhlenschrott ist da noch, Infraschrott jede Menge, Tech-Schrott, Energieschrott, eigentlich nur noch Schrott, okay. Könnte man natürlich überlegen, ob wir jetzt die Gelegenheit nutzen wollen, um anzubauen, damit wir jedem zum Beispiel ein eigenes Zimmer geben können. Und Platz für eine weitere Toilette haben. Wahlweise auch hier hinten für einen weiteren Hyperantrieb. Wäre auch nicht schlecht. Ich schaue mal ganz schnell die Rumpferweiterung, in welche Richtung. Okay, gerade nach hier vorne haben wir noch Platz. Können jetzt natürlich hier noch so einen zweiten Antrieb hinbobbeln. Grundsätzlich. Die Frage ist nur, wollen wir das jetzt aktuell? Ich meine, nur weil wir viel Schrott haben, müssen wir ihn ja auch nicht zwangsläufig jetzt sofort verbrauchen. Sondern erst, wenn die Notwendigkeit entsteht. Das sind Zivilisten, das ist okay. Na, wer kommt? Oh, drei Leute, sehr gut. Viele Hände, schnelles Ende. Dann holen wir alles ran. Ach, da wird sogar noch ein bisschen was runtergebaut, sehr schön. Ich finde es irgendwie doof, dass man diese Schiffe nicht so komplett zerlegen kann. Ich meine, hier ist ja noch jede Menge offensichtlich. Marcello kann nicht schlafen. Ja, dann fahr doch erstmal zurück. Oh, der pennt ja gleich ein. Was ist da denn los? Raumanzugsmüde. Ja gut, dann solltest du das vielleicht lassen. Oh, zu Huxley, da hast du dir schon ein bisschen verscherzt mit. Du hast ja noch gar keine Waffe. Warte mal, Moment mal. Machen wir doch erstmal einen Direktbefehl und statten dich damit erstmal aus. Ist ja wohl das Mindeste. Zack.
Also, für den Fall der Fälle bist du dann auch gerüstet. So, wenigstens Kaylee will hier noch ordentlich was bergen, sagte er, und sie ging von dannen. So, macht hin, holt eure Runde Kissenradio. Jetzt haben wir mit denen gar nicht gehandelt, ne? Aber ist auch egal. Wir haben momentan alles. Energiestäbe haben wir en masse. Wasser haben wir zwar nicht mehr so viel. Wir haben ja noch jede Menge Eisblöcke, die wir schmelzen können. Von daher passt das soweit schon. Vorerst noch. Sehr schön, macht alle eure Logistikaufgaben. Oh, und wer kommt? Drei Leute. Nein, alle kommen mit. Ja, perfekt. Dann kriegen wir das doch hoffentlich jetzt in einer Rutsche leer. Wäre zumindest sehr wünschenswert. Ja, Bestand an Wasser ist gering. So, eins, zwei Sachen noch, glaube ich, wenn ich richtig sehe. Nee? Habe ich noch was übersehen? Nö. Gut, dann mal alle wieder zurück. Sehr gut. Schiff leergeräumt. Und damit können wir uns hier verpieseln. Ich würde sagen, wir lassen aber erst alle schlafen. Und hier noch so die letzten Sachen wegräumen. Warte mal. Oh, Moment, das mache ich hier ja gar nicht. Haha! Das ist natürlich schlecht. Und ich habe mich jetzt darauf ausgeruht, weil ich mir dachte, ja, Wasser wird ja schon produziert werden, aber wenn die noch gar nicht eingestellt sind, dass die hier was produzieren, das ist sehr, sehr schlecht. So, und es treffen wieder Zivilisten ein. Ich würde sagen, wir können dann, sobald die wach sind und ihre Freizeit rum haben, was glaube ich jetzt der Fall ist, dann können wir auch schon mal den Sprung vorbereiten. Und wir springen mal. Da sind Piraten und die sind hier unterwegs. Das ist natürlich schlecht. Ist das hier ein... Na, wartet mal ganz kurz. Ah, Mist, jetzt, das wollte ich jetzt eigentlich so nicht. Jetzt habe ich, glaube ich, Hyperantrieb, also Hypertreibstoff verschwendet. Ja. Wollte ich eigentlich nicht. Shitte. Na gut. Na, wir sehen, die Piraten sind jetzt hier unterwegs. Ich würde sagen, wir warten bis kurz bevor die da sind. Oder wir könnten natürlich auch die hier die Drecksarbeit machen lassen. Das ginge natürlich auch. Dann machen wir das so, ich speichere mal ab. Und wir machen an der Stelle einen kleinen Cut. Und ob wir uns mit den Piraten auf eine Schlacht einlassen oder nicht und ob die anderen das für uns machen, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und bis dahin, ihr Lieben, Tschüssikowski.